Gut. Jetzt habt ihr euch noch beim Rumgehen, habe ich gehört, gewünscht, dass wir nochmal die Verkettung von Punktspiegelungen anschauen. Was passiert, wenn ich zwei Punktspiegelungen miteinander verkette? Okay? So, wir haben zwei Punktspiegelungen. Eigentlich haben wir es gerade geklärt, ne? Was passiert, wenn ich zwei Punktspiegelungen miteinander verkette? Ich habe ja rechte Winkel hier bei den beiden Achsen, ne? Was passiert, wenn ich die miteinander verkette? Ja, genau, also wenn wir A, B, C, D wieder, ne, wir drehen B und C aufeinander, also A und B und C und D drehen wir so, dass B und C aufeinander liegen, also jeweils durch den anderen Schnittpunkt durchgehen, dann verschwinden B' und C' und A' und D' sind parallel, das heißt, wir haben eine Verschiebung. Okay. Ah, check. Okay. Jetzt kommt aber der entscheidende oder die entscheidende Aufgabe, was passiert, wenn ich drei Achsenspiegelungen, mache ich mal die dritte hier hin, drei Achsenspiegelungen miteinander. Na, scheiße. Drei Punktspiegelungen, ja. Es muss eine senkrechte Gerade sein. Und, ah. Das wird doch nichts. Also manchmal denke ich, dass diese Kreidetafeln echt besser sind als dieses Zeug hier. Kreidetafeln kann man schon mit Wasser wischen und dann macht man mit dem Wischer drüber und dann ist alles perfekt und hier, naja, gut. C. So. Okay, jetzt haben wir drei Punktspiegelungen. Wie können wir jetzt hier vorgehen, so strategisch? Man könnte jetzt B und C, also beziehungsweise A und B so drehen, dass B und C sich eliminieren. Also, du willst erstmal bei den ersten beiden B und C eliminieren, ne? Dann machen wir das. Vorsicht, ich mache das jetzt mal in einer neuen Farbe, damit wir nicht Überblick verlieren. Also, wir gehen schrittweise vor. Wir haben hier sechs Achsen. Nach dem Reduktionssatz müsste es insgesamt auf wie viele Achsen rauslaufen? Können wir das schon sagen? Wie viele brauchen wir am Ende? Müssen wir am Ende noch haben? Zwei. Genau. Vier kann ich auf zwei reduzieren. Ich habe sechs. Also sechs kann ich erstmal auf vier reduzieren. Und die vier wieder auf zwei. Also insgesamt auf zwei Achsen. Okay. Ich skizziere das hier mal grob. Das ist B' gleich C'. Das fällt weg. Dann habe ich hier A' und dazu parallel D'. Okay. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass wir nur diese beiden parallelen roten Geraden haben, die ja eine Verschiebung sind, weil zwei Punktspiegelungen miteinander verkettet eine Verschiebung gegeben. Das ist ein Spezialfall von. Wir haben zwei Drehungen, deren Drehwinkel zusammen ein Vielfaches von 360 Grad sind. Die beiden müssen ja nicht beide rechte Winkel sein. Bei der Punktspiegelung ist es aber so. Und dann kann man jetzt nochmal ein C drehen, so dass E und D' aufeinander liegen und sich eliminieren. Ja? Also, wenn ich jetzt hier an C drehe, sodass E und D' müssen nicht aufeinander liegen, ne? Aber wenn ich jetzt hier drehe, dann wird ja E' hier lang laufen. Also, achso, nee, warte mal, du willst aufeinander liegen, ne? Wenn ich jetzt, dann müsste ich, glaube ich, so drehen, dass E so verläuft. Aha, genau. Also du drehst erstmal so, dass E' parallel zu D' verläuft. Aus der Hüfte. Ah. Okay. E' und C. Na, nee. Müssen wir schon ein bisschen sauberer machen. Ich hasse das, echt. Furchtbar.
C' und E' und F'. Na, du hast vollkommen recht. Dann ist das F' hier, ne? F' und das hier ist E'. So. Genau. Vielleicht gucken wir uns erstmal mal die Situation an. A', D' und E' sind parallele Geraden. F' ist senkrecht auf welchen Geraden? Genau, A', D' und E', ne, weil die drei alle parallel sind. Also muss F' senkrecht auf allen dreien stehen. Und jetzt verschieben wir A' und D' so, dass D' auf E' liegt. Verlängere das hier mal. Also, jetzt liegt D' hier auf E'. D2' ist es eigentlich, ne? Und A' habe ich natürlich jetzt um den gleichen Betrag nach rechts geschoben. Also liegt es ungefähr hier, A2'. Welche Geraden sind übrig geblieben? F' und A2'. Diese und diese. B' und C' haben sie eliminiert, E' und D2' haben sie eliminiert, also bleiben nur A2' übrig und F'. Was ist das für eine Abbildung? Ja? Eine Punktspiegelung um den Punkt D. Genau, eine Punktspiegelung um den Punkt D. Wo liegt der Punkt D, wenn ihr euch das mal genau anschaut? Wir haben die drei Punktspiegelungen vorher hier mit A, B und C gehabt. Wo liegt D, der resultierende Punkt, der resultierende Punktspiegelung? Ja, A, B, C und D bilden ein Parallelogramm. Genau. A, B, der Abstand zwischen A und B ist ja gleich dem Abstand zwischen D und C. Weil wir diese beiden Geraden hier entsprechend einfach rübergeschoben haben mit konstantem Abstand. Genauso ist der Abstand von B, also dieser Abstand, oder der Abstand von B und C ist der gleiche von A und D. Das heißt, wir haben hier ein Parallelogramm eigentlich, ne? Ich zeichne es jetzt nicht ein, sonst wird es so kompliziert. Also A, B, C, D ist ein Parallelogramm. Das heißt, wenn ihr drei Punktspiegelungen habt, miteinander verkettet, kommt eine Punktspiegelung raus. Und zwar liegt die einfach am vierten Parallelogrammpunkt. Acht Prozent Akku habe ich noch. Gut, also wir wissen jetzt, zwei Punktspiegelungen miteinander verkettet gibt eine Verschiebung. Jetzt fliegen da Luftballons. Was habe ich denn gerade gemacht? Das war irgendeine Geste und sind Luftballons hochgeflogen. Sehr cool. Ja, das war einfach, wahrscheinlich hat er gemerkt, das ist jetzt wirklich wichtig, was ich sage. Der wollte den Whiteboard-Modus starten. Das will ich natürlich gar nicht. Ja, genau, okay. Also, zwei Punktspiegelungen verkettet miteinander ergibt eine Verschiebung. Drei Punktspiegelungen ergeben eine Punktspiegelung. Vier Punktspiegelungen. Verschiebung. Zwei ergeben eine Verschiebung, die beiden anderen auch eine Verschiebung. Verschiebung, Verschiebung gibt Verschiebung. Fünf Punktspiegelungen. Punktspiegelung und so weiter. Eine Verkettung einer geraden Anzahl von Punktspiegelungen gibt eine Verschiebung, ungerade Anzahl eine Punktspiegelung. Die Menge aller Punktspiegelungen und Verschiebungen in einer Menge mit der Verkettung als Verknüpfung. Gruppe oder keine Gruppe? Richtig, Gruppe. Warum? Es ist abgeschlossen. Es kommt immer Punktspiegelung und Verschiebung raus. In dem Fall könnte man nochmal die einzelnen Fälle aufzählen und sagen, warum das so ist. Mhm. Assoziativ, weil es immer assoziativ ist. Ja, es ist assoziativ, genau, da können wir immer Check dran machen. Ja. Dann haben wir die Identität mit drin als neutrales Element. Identität nämlich?
Wo steckt das? Entweder haben wir eine Punktspiegelung um 300. Ah, nee. Verschiebung um 0 cm oder sowas, ne? Länge um 0. Genau. Nee, Verschiebung um 0 ist das neutrale Element und gibt es immer ein inverses Element zu jeder Abbildung, nämlich bei der Verschiebung ist es die umgedrehte Verschiebung bei der Punktspiegelung. Was ist das inverse Element einer Punktspiegelung? Genau. Die ist selbst invers, die Punktspiegelung, ne? Dieselbe Punktspiegelung ist ihr eigenes Inverses. Wenn ich Punktspiegelung wieder zurückspiegeln, dann ist alles so wie vorher. So, und wie nennen wir die Menge der Verschiebungen mit der Punktspiegelung zusammen? Dilatation, genau. Streng genommen sind natürlich alle Dilatationen. Welche fehlen noch? Die Menge der Punktspiegelung mit der Verschiebung. Das sind alles Dilatationen. Aber nicht alle Dilatationen sind da drin. Es gibt noch weitere, die keine Konkurrenzabbildung sind. Die zentrischen Streckungen sind auch Dilatationen. Genau. Wir hatten noch mal gesagt, zentrische Streckungen sind Verschiebungen und Dilatationen sind zentrische Streckungen und Verschiebungen. Und in den zentrischen Streckungen steckt ja auch die Punktspiegelung drin. Wenn ich sozusagen die Dilatationen auf die Kongruenzabbildungen einschränke, dann sind es die Punktspiegelungen und die Verschiebungen.